Stabile Beine und starke Waden sind beim Wandern super wichtig. Und hier haben wir den perfekten Spot, an dem wir das trainieren können. Wir haben jetzt hier unseren Baumstamm gefunden. Der eignet sich super für ein paar Wadenheber. Ich habe mir noch einen Ast dazu geholt. Dann kann ich mich ein bisschen abstützen, damit es nicht ganz so wackelig wird. Den stelle ich jetzt einfach mal vor mir ab, schaue, dass ich hier einen guten Halt habe und verlagere dann mal das Gewicht auf meinen rechten Fuß. Die Zehenspitzen rutscht hier so ein bisschen nach hinten, die Ferse frei in der Luft schweben kann. Gehe dann so ein wenig in die Knie und verlagere das Gewicht jetzt mal rein auf den rechten Fuß. Und dann mal anfangen, die Ferse sinken zu lassen und langsam wieder nach oben drücken. Langsam wieder nach unten. Bauch bleibt schön fest dabei und wieder nach oben. Ferse schön an dem Stock fest, sinken lassen und wieder heben. Das Ganze macht ihr so 10 Mal und wiederholt es 3 Mal. Das ist super für die Wadenmuskulatur, fürs Wandern, für die Achillessehne und wie man sieht auch für die Stabilität. Hier haben wir jetzt unseren nächsten coolen Spot gefunden. Den kann man super nutzen für ein paar Kniebeugen. Da kann man unseren Stock wieder verwenden, um ein bisschen aufrechter zu bleiben hier im Oberkörper. Einfach so einmal greifen, einmal nach oben, so ein bisschen weiter als schulterbreit und das Ganze dann auf den Schultern ablegen. Dann mal den Bauch so ein bisschen einziehen, Becken nach vorne klappen, dass wir nicht im Hohlkreuz stehen. Und dann verlagere das Gewicht so ein bisschen auf deine Fersen. Schau, dass du schön aufrecht stehst, dass die Brust schön weit ist hier und dann geh einfach langsam nach runter. So weit, dass du noch gut stehen kannst und dann wieder langsam nach oben. Es geht nicht um Geschwindigkeit, sondern um ein schönes Ausführen hier. Gewicht bleibt auf den Fersen, Oberkörper bleibt aufrecht und du gehst ganz langsam auf und ab. Geh nur so weit, dass du deine Fersen noch richtig schön am Boden halten kannst. Die Knie bleiben schön gerade dabei. Das merkt man ganz gut im Gesäß und in den Oberschenkeln. Das heißt, auch wieder super für unsere Wanderungen, um hier Kraft in den Beinen und im Po zu bekommen. Also eine Bank findet man auf jeden Fall immer überall. Die kann man auch super für ein paar Aufsteiger nutzen. Wie der Name es verrät, einmal Fuß draufsetzen, Gewicht auf den ganzen Fuß verlagern. Schau, dass du hier ein bisschen einen rechten Winkel hast. Lehn dich hier mit dem Oberkörper nach vorne, das hintere Bein lang. Und dann drück dich aus dem vorderen Bein nach oben. Stabilität finden und ganz langsam wieder runter, hinteres Bein absetzen. Und das so 10 Mal mit jedem Bein. Super für die Oberschenkel, für den Po und für die Stabilität. Und man macht ja genau die Bewegung, die man dann auch beim Wandern braucht, um nach oben zu steigen. Wenn du irgendwo eine Treppe siehst, dann nutzt die einfach mal, um wie so eine Krabbe zu gehen. Dafür setzt die Hände auf. Lass die Fingerspitzen so Richtung Gesäß zeigen oder zur Seite, was sich für dich besser anfühlt. Bring die Füße hüftbreit auf den Boden und dann Hüfte und Becken nach oben und dann in kleinen Schritten im Wechsel nach hinten die Treppe nach oben. Super für Schultern, den ganzen Rumpfbereich. Und wenn du oben bist, dann wieder nach unten gehen. Sieht witzig aus, aber es bringt echt viel für Schultern und Rumpf. Super Übung, die du einfach an jedem Baum, an jeder Mauer, an jeder Wand machen kannst. Setz dich einfach mal hin. Beine hüftbreit, Gewicht auf die Fersen verlagern. Schau, dass du möglichst weit runterkommst, vielleicht bis zum rechten Winkel. Arme abstützen und den Oberkörper aufrecht. Und dann einfach mal aushalten und sitzen. Darf gerne ein bisschen zittern. Versuch das Ganze mal so für 30 bis 60 Sekunden, je nachdem, was dir gut tut, auszuhalten. Knie nach oben ziehen, so gut, soweit es geht. Und dann umgreifen, Becken leicht nach vorne kippen, Bauchnabel einziehen. Und dann zieh die Ferse nach oben. Und dann mach einen großen Schritt nach vorne. Und zieh das andere Bein hinterher. Auch hier wieder Knie nach oben. Einmal umgreifen, gerade bleiben. Zieh die Ferse zum Gesäß. Und dann wieder großer Schritt nach vorne. Hinteres Bein nachziehen. Schön für die Stabilität. Öffne nochmal die Hüfte und dehn gleichzeitig deinen Oberschenkel. Und die Übung hilft dir super am Berg und auch beim nächsten Einkauf, wenn du deine Einkäufe nach oben tragen musst. Und nach dem Workout ein-, zweimal durchatmen und das Wichtigste, Cooldown nicht vergessen.